Ja, 18 Uhr. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Die erste Ausgabe des Marktausblick und Live Trading mit Mario Lüdemann Webinar. Ich freue mich sehr, dass wir diese Webinarreihe auch in 2017 fortführen können. Freue mich natürlich ja, über die rege Teilnahme. Sehr viele bekannte Namen sind auch dabei. Freut mich sehr. Wer zum ersten Mal dabei ist, mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie im Namen von CapTrader und FXZ herzlich willkommen. An der Stelle wünsche ich Ihnen natürlich auch ein erfolgreiches Trading-Jahr, aber natürlich das Wichtigste, viel Gesundheit. Und ja, ich denke mal, wir werden heute wieder vieles erfahren von Mario. Und bevor ich jetzt zu ihm rüberschalte, möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, wer den Agena Trader in Verbindung mit dem FXFlat-Konto nutzt oder nutzen möchte, wir haben die Bedingungen aktualisiert. Und das finden Sie unter Handelsplattformen und dann hier Agena Trader. Wir haben nämlich das Volumen reduziert. Ja, können Sie hier nachschauen. Die Mindestanforderungen vorher waren 6 Millionen Handelsvolumen notwendig. Wir haben jetzt auf 2 Millionen reduziert, also für Sie das Ganze noch attraktiver gemacht. Wer Näheres dazu erfahren möchte, kann sich gerne sich bei unserem Service-Team melden. Ja. Und wer bereits eine Lizenz über uns hat, für den gilt das natürlich ab sofort auch. Okay? Super, ich werde den Link gleich auch in den Chat reinkopieren und in der Zeit, ja, sage ich guten Abend, Mario. Ich denke mal, dass du mich jetzt auch hören kannst. Ja, dann sage ich auch Hallo in die Runde und freue mich natürlich auch, dass wieder viele mit an Bord sind. Ich übertrage noch gerade kurz auch meinen Monitor, damit Genau, ich wir habe rüber geschaltet. das auch haben. So, ich hoffe, ist jetzt auch zu sehen. Freue mich natürlich wieder, dass wir in diesem Jahr weitermachen, dort, wo wir letztes Jahr aufgehört haben mit dem großen Marktausblick. Ist auch für mich jetzt das erste Mal in diesem Jahr, dass ich mir sehr eingehend die Märkte anschaue. Das liegt einfach daran, dass ich in den ersten Tagen des Jahres im Urlaub war und in der letzten Woche sehr viel beruflich unterwegs war. Das heißt, also bei mir beginnt das Trading, also das richtige Daytrading, auch ab morgen erst wieder, wobei ich schon einiges an Positionen im Depot habe und auch einiges an Trades gemacht habe, sowohl über den Jahreswechsel als jetzt auch Anfang des Jahres. Wir werden uns auch einige Trades davon anschauen. Ich denke, wir starten einfach mal wie üblich mit dem Marktausblick und kommen dann zum Ende hin dann auch auf die einzelnen Trades, die offen sind. Zuerst wie immer der Ausblick auf diese Woche. Da haben wir einige Termine, die anstehen. Aber zum einen natürlich spricht US-Präsident Donald Trump. Ich denke, da muss man immer auf alles gefeit sein im Moment, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Wird sicherlich erstmal spannend sein, die ersten Tage und Wochen, bis sich, ich glaube, das ganz große Ganze etwas beruhigt hat. Im Moment kochen die Gemüter ja hier noch sehr hoch. Ich würde jetzt auch nicht gerade unbedingt riesige Positionen aufhaben wollen zu diesem Zeitpunkt, aber so Positionen, die ich jetzt auf Stunde habe oder auf Tagesbasis habe, spielen da eigentlich keine Rolle. Es ist eher so spannend, glaube ich, wenn man im Euro-US-Dollar unterwegs ist, eventuell auch im Future. Aber ansonsten denke ich, wird es da keine großen Ausschläge geben. Morgen 9:30 Uhr Einkaufsmanager-Index für den Monat Januar für Deutschland. Sicherlich ein spannender Termin nochmal. Dann am Mittwochmorgen um 10 Uhr der IFO-Geschäftsklima-Index für Deutschland und um 16:30 Uhr die Erdöl-Lagerbestände für alle die, die hier im Rohstoffmarkt unterwegs sind. Ansonsten gibt es noch Termine am Donnerstag um 16 Uhr, die Verkäufe neuer US-Eigenheime. Und dann am Freitag gibt es eigentlich eine riesige Liste an wichtigen Zahlen, die rauskommen. Die wichtigsten habe ich mal rausgenommen, ist der Auftragseingang für Gebrauchsgüter für den Monat Dezember und das Bruttoinlandsprodukt. Darüber hinaus gibt es aber auch noch viele, viele weitere wichtige Dinge, die gerade
rauskommen. Wir haben noch die Kernrate für Bestellung, für Investitionsgüter, das Bruttoinlandsprodukt. Also es kommen wirklich sehr, sehr viele Dinge zusammen. Der Michigan Konjunkturerwartungen kommen. Also von daher denke ich, wird das ein oder andere Spannende dann kommen. Aber warten wir einfach mal ab. So, dann denke ich, starten wir einfach mal mit dem derzeitigen Ausblick. Wo stehen wir im Moment und was können wir erwarten? Fange ich vielleicht mal im DAX an. Ich habe mir überlegt, so für die kommenden Wochen, wo wir das ja wieder starten, dass wir jetzt von den großen Einheiten in die kleinen gehen. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt im Moment auch Positionen hauptsächlich erstmal eröffnet habe, eben auf den etwas größeren Zeiteinheiten. Werden dann im Februar dann auf die mittleren gehen und auch heute eher den Schwerpunkt dann auf Indizes und Aktien haben und dann beim nächsten Mal dann entsprechend auch auf den Devisenmarkt. Und wenn Anregungen zu bestimmten Bereichen kommen, wo vielleicht auch noch was gewünscht ist, mich dann einfach kurz anschreiben oder hier in den Chat nachher, dann werden wir das dann im Laufe der Zeit dann einfach mit dazu nehmen. Ja, starten wir mit dem deutschen Markt. Da sind wir natürlich im Großen und Ganzen in einem sehr sauberen Aufwärtstrend, kann man hier ganz gut sehen. Hier im DAX, wenn wir jetzt mal nur den ganz großen Trend uns zunächst einmal anschauen, der jetzt seit circa einem Jahr besteht, da kann man ganz gut sehen, dass es hier doch kontinuierlich nach oben gegangen ist. Wir haben vor allen Dingen eine sehr schöne Rallye gesehen hier. Das ist eigentlich eine, also eigentlich haben wir zwei wichtige Rallyes gehabt. Das ist einmal hier nach der Wahl von Trump. Das ist diese erste große Kerze hier, als der Markt nach oben gegangen ist. Dann nochmal hier die Korrektur an den 200er EMA und dann eine wirklich sehr, sehr schöne Herbst-Rallye. Auch darauf werde ich nachher noch zu sprechen kommen, weil das ist, das kann man wirklich nutzen, diese Saisonalität. Das machen wir auch immer in den Workshops, besprechen immer, wie kann man diese Jahresend-Rally nutzen, und ich zeige gleich auch mal, wie sich das prozentual auswirkt, wie man hier wirklich mit einem einzigen Trade oder mit zwei Trades hier wirklich eine überdurchschnittliche Performance erreichen kann. Und zwar ist die Performance so hoch, dass sie sogar eine Buy-and-Hold-Strategie des DAX schlägt, obwohl man hier eigentlich nur wenige Wochen im Markt ist. Wenn wir uns das Ganze jetzt ein bisschen in der Tiefe anschauen, dann sehen wir natürlich, dass wir hier in den letzten Wochen auch noch einen untergeordneten Trend haben. Auch das ist natürlich immer, man nicht nur in den ganz großen Zeiteinheiten unterwegs ist, sondern vielleicht auch auf etwas kleineren Zeiteinheiten, wie zum Beispiel auf Stundenbasis oder eventuell noch kleiner. Da sieht man nämlich, dass wir hier nochmal ein neues Hoch gesehen haben, hier allerdings dann dieses Tief hier Intraday zumindest einmal unterschritten haben. Solange das Intraday ist, hat das natürlich schon Auswirkungen, nämlich dann, wenn man seinen Stop hier auf diesem Niveau von etwa 11.500 hatte. Position, die ich hier im FDAX dann habe, sprich direkt im Index selbst, werden dann auch hier an dieser Stelle auf jeden Fall ausgestoppt, weil ich eben ein sehr konsequentes Money-Management und vor allen Dingen Stop-Management immer an den Tag lege. Das heißt also, ich habe für mich ganz klar, wenn solche Marken unterschritten werden, gehe ich persönlich erstmal hier aus dem Index raus. Allerdings die offenen Positionen, die ich zum Beispiel noch im DAX habe, sind davon erstmal ja, haben da keinen Einfluss darauf, denn nur weil der Index jetzt erstmal zeitweise intraday unterschritten wurde, dieses Tief, halte ich trotzdem noch erstmal an einen mittelfristigen Positionen fest. Darauf kommen wir dann aber auch gleich noch am Ende, wenn wir über meine Position sprechen, die ich derzeit im Depot habe. Wovon gehe ich jetzt aus in den nächsten Tagen? Dafür schalte ich jetzt mal in den Stundenchart, denn ich denke, das ist jetzt ganz wichtig, damit man einfach auch mal sieht, was wir hier für eine Marktphase haben. Ich werde immer wieder gefragt, sowohl in den Webinaren als auch in den Coachings oder Workshops, naja, wie gehst du denn mit so einer Phase hier um, wenn man hier zum Beispiel jetzt sieht, okay, der Markt ist hier intraday heruntergekommen, die Positionen sind hier ausgestoppt worden, gehst du jetzt wieder neue Positionen ein, ja oder nein? Ich persönlich gehe jetzt keine neue Position ein. Wenn ich intraday da gewesen wäre, hätte ich sicherlich diesen Ausbruch, der hier stattgefunden hat, nach unten versucht, nachdem es hier wieder zurückgekommen ist, zu nutzen. Intraday, wie man das macht, ist etwas, was wir in den Workshops und Coachings regelmäßig besprechen, weil das sind natürlich diese typischen Fehlausbrüche, die wir sehr häufig sehen, aber für den mittelfristigen Handel, sprich Stunde und Tag, heißt es für mich eigentlich, der Trend ist jetzt hier erst einmal gebrochen worden, dieser mittelfristige Trend, und ich warte jetzt einfach ab, ob sich hier ein neuer
größerer Trend wieder etablieren kann, heißt nichts anderes, als solange der Markt nicht hier oben über die 11.700 geht, werde ich hier keine neuen Positionen im DAX eröffnen. Denn wenn man hier ein bisschen genauer schaut, sieht man eigentlich ganz schön, ich mache das jetzt mal noch ein bisschen größer, dass es so eine Art Seitwärtsmarkt ist, in dem wir uns im Moment befinden. Natürlich kann man das Ganze auch nutzen, wenn man jetzt Intraday-Strategien hat, die jetzt darauf basieren, dass man eben versucht, hier auf der Unterseite dann eben Trades zu machen. Es gibt ja viele Händler, die das auch tun. Ich selber bin nicht so der ganz große Freund von diesem Range-Trading. Das wissen auch alle, die in meinen Coachings immer sind, dass ich nicht der große Freund davon bin. Nichtsdestotrotz funktioniert sowas ja. Also es gibt ja sowieso nicht diese allgemein eine Möglichkeit zu traden, sondern es gibt ja viele Ansätze, ob das jetzt ein markttechnischer Ansatz ist oder auch ein anderer, spielt ja gar keine Rolle. Es funktionieren ja viele Ansätze. Wichtig ist nur, dass man selber einfach für sich einfach mal klar hat, was möchte ich denn eigentlich machen, was ist mein Handelsplan, und meiner ist eben, ich möchte keine Ranges traden, sondern ich möchte saubere Trends haben und diese dann auch nutzen, und die führen dann auch zu recht starken Performances. Okay, schauen wir uns den S&P 500 an, vielleicht auch hier erst einmal auf den Tageschart. Wenn wir uns das große Bild anschauen, sehen wir auch hier, dass wir uns in einem sehr schönen Aufwärtstrend befinden. Auch den zeichne ich hier gerne erst einmal ein, bevor wir dann auf die kleineren Trends kommen. Auch hier sehr schön zu sehen, dass alle Händler, die jetzt mittel- und langfristig unterwegs sind, hier einen sehr schönen Trend sehen. Besonders schön auch zu sehen hier diese starke Bewegung, die wir hier hatten, markiere ich hier auch noch mal kurz. So, hier dieser Tag hier, das war die US-Präsidentschaftswahl, gab es eine große Unsicherheit, die Märkte sind vorbörslich sehr schwach gewesen, das haben wir auch im deutschen Markt gesehen, haben damit einen großen Gap aufgemacht, und dann haben wir von da an eigentlich eine extremst schöne Rallye gesehen, die man ja auch wirklich sehr gut nutzen konnte. Ich habe noch am Börsentag in Dresden, haben wir schon darüber gesprochen gehabt, wie gut man das Ganze nutzen kann. Wir haben es auch im letzten Workshop genutzt gehabt im November, einfach das Trading von den Branchen, die dann wirklich extrem stark sind. Und das Ganze kann man wirklich nutzen und sollte man als Trader auch nutzen, diese sogenannte Branchenrotation, die wir in den Märkten regelmäßig sehen. Hier war es zum Beispiel so, dass wir im November natürlich extremst gesehen haben, dass die Banken von dem Ganzen profitierten. Das liegt eigentlich auch auf der Hand, weil es gibt mehrere Gründe. Zum einen ist es natürlich die Ankündigung von Trump, dass hier das Ganze nicht überreguliert werden soll, sondern dass man hier das ein oder andere vielleicht sogar zurückfahren möchte. Zum anderen aber auch, dass wir Zinserhöhungsfantasie in den USA haben, und das heißt natürlich nichts anderes für die Banken, dass sie ihre Margen wieder ein wenig anheben können und von da an auch natürlich profitieren. Und das haben wir natürlich auch. Ich habe das auch gezeigt gehabt beim Vortrag. Ich sage mal, der Index hat hier in dieser Zeit etwa 6% gemacht, hier in dieser Zeit, hier diese 4 Wochen, die wir hier hatten, und Einzeltitel 12, 20, ja bis zu 30% haben wir im Bankenbereich gesehen, die hier nach oben gegangen sind, und das innerhalb von 4 Wochen. Das heißt also, wenn ihr darauf schaut, wo ist hier jetzt wirklich, in welcher Branche spielt die Musik. Das heißt, wir haben ein Go aus dem Index und sehen dann, welche Branche ist hier interessant. Dann haben wir hier natürlich sehr viele Möglichkeiten, hier gute Trades zu machen. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal ein bisschen genauer anschaut, sprich, wir gucken uns jetzt mal die letzten 8 Wochen an, da sehen wir natürlich auch hier, dass es hier darunter auch kleinere Trends gibt, sowohl im Tagesbereich als natürlich auch im Stundenchart. Was hier allerdings auffällt, und das ist eigentlich etwas, was jedem Trader möglichst früh auffallen sollte, damit er nicht das Geld, was er in sauberen Trends gewinnt, in diesen Seitwärtsphasen wieder verliert. Und da sage ich es eigentlich schon, diese Seitwärtsphasen sind relativ schwierig zum einen zu handeln. Wir haben es vorhin schon im deutschen Markt gesehen. Zum anderen kommt dazu, dass wir hier sehr wenig Signale finden. Das heißt, es gibt wenig Ausbrüche, die wirklich sehr stark sind, auch in Einzelaktien, sondern es ist wirklich so, es kommt häufig zu Ausbrüchen, aber der Markt kommt dann auch relativ schnell zurück. Das heißt, es ist für mich nicht unbedingt dann die optimale Zeit, um hier neue Positionen aufzumachen. Deswegen habe ich auch derzeit im S&P keine einzelne
Aktie, die derzeit auf der Long-Seite ist. Ich achte also mehr darauf, welcher Index ist im Moment besonders stark, und dann werde ich danach schauen, welche Aktien bieten sich hier einfach an, welche Branchen sind hier interessant und dann welche Einzelaktien. Und um die Branchen festzustellen, kam auch vorhin schon eine Frage, um das gleich zu beantworten. Finvis ist dafür eine sehr gute Möglichkeit, einfach zu schauen, welche Branchen sind hier wirklich besonders stark. Das kann man auch relativ einfach machen. Ich ziehe das mal einfach kurz hier herein, mach mal einfach Finvis kurz auf, weil damit kann man es wirklich sehr gut sehen, hier mit dieser sogenannten Map, die hier auf der rechten Seite ist. Wenn man da einfach draufklickt, da sieht man die verschiedenen Branchen, und jetzt ist es ja immer so eingestellt für einen Tag, das heißt, man kann hier wirklich sehr gut sehen, okay, wie sieht es derzeit aus, und um sich einfach mal einen Überblick zu verschaffen, kann man es hier natürlich auch umstellen, zum Beispiel mal, wie sieht es denn jetzt auf Wochenbasis aus, oder was für mich ganz spannend ist, wie war denn der letzte Monat. So, und dann kann man natürlich schon sehen, welche Aktien sind besonders stark oder welche Branchen sind besonders stark und welche sind eben entsprechend besonders schwach. Und wir sehen jetzt schon hier, dass wir keine gleichmäßige Verteilung derzeit haben auf die letzten 4 Wochen. Und das ist eben ein ganz anderes Bild als das, was wir zum Beispiel gesehen haben im November und Dezember, weil da war es ganz klar, dass die Financials extrem stark gewesen sind. Und jetzt können wir jetzt hier wieder auch auf den S&P gucken. Das, was wir gerade gesehen haben hier in der Map von Finvis, spiegelt sich hier im Index wieder. Und genau ist es für mich eigentlich, dass ich den umgekehrten Weg gehe. Ich schaue erst, was macht der Index, und schaue dann, was machen die Branchen, wo will ich jetzt rein? Und wenn der Index sagt, nee, es läuft hier eher seitwärts, dann bin ich eigentlich auch nicht geneigt, hier Positionen aufzubauen. Das heißt für mich, also ich habe Positionen im DAX, die derzeit offen sind. Ich habe aber keine Position derzeit, die zum Beispiel im S&P sind, und ich sehe auch im Moment für mich keinen Sinn, hier neue Positionen im Laufe der nächsten 2-3 Tage zu eröffnen, es sei denn, wir sehen hier einen Sprung über die 2280-Punkte-Marke, dann wäre ich auch hier bereit, in den Markt zu gehen, wenn das Ganze mit entsprechenden Umsätzen unterfüttert ist. Ansonsten halte ich mich hier einfach erstmal raus. Kommen wir zum dritten Markt, der hier derzeit, glaube ich, für Neuinvestitionen am besten aussieht, und zwar ist das der Nasdaq-Index. Auch hier zunächst einmal kurz, wie sieht die Lage aus? Wir sehen hier sehr schön, dass wir auch hier einen schönen Aufwärtstrend haben, also der große Trend hier sehr schön zu sehen. Und wenn wir jetzt auf den kleinen Trend gehen, also sprich hier auf die Zeit nach der Präsidentschaftswahl, dann können wir hier auch ganz gut sehen, dass hier der Trend wirklich sehr sauber läuft. Und anders als jetzt vorhin im amerikanischen großen Bruder im S&P haben wir hier eben keine Seitwärtsphase. Hier vielleicht in den letzten 3-4 Tagen ist jetzt hier die Handelsspanne nicht mehr ganz so groß. Wir sind auf der Oberseite bei 5080, auf der Unterseite bei 5030, heißt 50 Punkte in etwa oder 1%. Das ist eine sehr enge Handelsspanne. Die kann mit einer positiven oder negativen Nachricht sofort gebrochen werden. Das heißt, hier sehe ich die größten Chancen eigentlich für Neuengagements. Das heißt, ich werde morgen hier auch schauen, wo es Einzeltitel gibt, beziehungsweise wir werden jetzt gleich im zweiten Schritt dann hier im Screening eher mal schauen, welche Aktien bieten sich hier vielleicht für den Nasdaq an, um sie mit auf die Watchliste zu legen. Schauen wir nochmal auf den etwas kleineren Trend auf Stunde für alle, die auch intraday unterwegs sind. Das heißt also, die Werte, die ich gleich auch mir genauer anschaue, werden auch genau die Werte, die ich nicht nur auf Tag-Stunde interessant finde, sondern wo ich auch versuchen werde, eventuell Trades auf den mittleren Zeiteinheiten, also sprich Stunde und tiefer, zu suchen, weil die Werte, die natürlich besonders interessant sind, wo viel Dynamik drin ist, wo viel Power drin ist, sind natürlich auch genau die Werte, die ich natürlich auch gerne intraday nutzen möchte. Darüber hinaus gibt es fürs Intraday natürlich noch viele Dinge, wo ich noch mehr drauf achte, ist ganz klar, weil der Handel auf Minutenbasis, haben wahrscheinlich die meisten auch schon festgestellt, ist natürlich wesentlich anspruchsvoller als der Handel auf den großen Zeiteinheiten. Ich habe das ja im letzten Jahr zweimal auch in den großen
Coaching-Modulen mit den Handelsstrategien gezeigt, dass wenn man auf Tagesbasis und höher handelt, dass man hier Performances von 20-25% oder haben wir zumindest mit diesen passiven Strategien gehabt, wo es kaum Ausfälle gab, wo wir hohe Trefferquoten von 70-80% hatten und je tiefer aber die Zeiteinheiten werden, das heißt, wenn wir auf Stunde heruntergehen oder sogar auf 5 Minuten oder Minute, wird es natürlich sein, dass die Trefferquoten doch massiv nach unten gehen und natürlich auch prinzipiell die Schwankungen in unserem Depot einfach größer werden. Und das muss uns klar sein, wenn wir in den Intraday-Bereich reingehen. Auf der anderen Seite stehen den größeren Risiken natürlich auch größere Chancen gegenüber. Das heißt, hier haben wir dann natürlich die Möglichkeit, dann eine wesentlich höhere Performance zu erzielen, vor allen Dingen, wenn wir hier vielleicht mit einem Hebel agieren, also sprich mit einem CFD im Markt unterwegs sind. Aber das ist halt eine ganz andere Geschichte. Hier nochmal kurz zum Stundenchart. Wie sieht der derzeit aus? Auch hier kann man ganz gut sehen, wir hatten hier wirklich einen sehr schönen Aufwärtstrend. Also für alle, die jetzt Intraday sich nach neuen Chancen umschauen. Im Index haben wir hier gesehen, dass wir heute hier dieses Tief kurz rausgenommen haben, haben uns allerdings sofort wieder darüber etablieren können. Da muss ich jetzt einfach mal abwarten, ob der Markt sich jetzt hier halten kann. Das heißt also, Intraday könnte es eine gute Strategie sein, hier versuchen, diese Gegenbewegung hier wieder zu nutzen. Nichtsdestotrotz für mich als Händler auf den mittleren Zeiteinheiten würde ich hier jetzt erstmal abwarten, marktneutral mich positionieren, aber für das Trading auf Tagstunde werden wir uns jetzt auf jeden Fall Aktien anschauen, die interessant sind, weil hier macht es auf jeden Fall dann Sinn, nach neuen Kandidaten Ausschau zu halten. Ich habe hier meine NM oder Nasdaq-Liste schon aufgerufen und habe auch schon mal den einen oder anderen Wert herausgesucht. Ich selber arbeite ja mit dem selbstentwickelten Screener, den ich zusammen mit Carsten Berger entwickelt habe. Das macht die Arbeit für mich natürlich leichter, weil früher bin ich einfach Aktie für Aktie durchgegangen. Das kann man natürlich machen. Das habe ich früher über 15 Jahre gemacht, dass ich mir montags immer alle Werte angeschaut habe, morgens erstmal aus dem DAX und im Anschluss dann die Werte aus dem Nasdaq und dem S&P 500, das ist so ein zeitliches Budget, wenn man das einigermaßen drauf hat, von 3 bis 4 Stunden, was ich einmal in der Woche gemacht habe, dann habe ich so ein Portfolio von 20 Werten gehabt und die habe ich dann so für die Woche dann auf dem Schirm gehabt und habe eigentlich nur noch die Intraday-Aktien dazugenommen, dort, wo es wichtige Nachrichten gab, Unternehmenszahlen oder entsprechende Gaps, die ich dann für mein Trading genutzt habe. Heute geht das Ganze ein bisschen schneller. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Long-Aktien suche und der Screener sucht mir jetzt die entsprechenden Werte, da sehen wir schon, jetzt haben wir nicht mehr 100, sondern vielleicht noch 15 und davon habe ich jetzt schon mal ein paar ausgesucht für die Long-Seite, welche da eventuell in Frage kommen können. Lasst euch nicht verwirren, dass hier Watchlist Short draufsteht. Im Moment habe ich keine Aktien, die ich auf der Short-Seite handeln möchte. Ich habe sie nur extra hier für das Webinar hier eingefügt. Applied Materials, finde ich, sieht im Moment sehr schön aus. Wir haben hier auf dem großen als auch auf dem mittleren Trend hier einen schönen aufwärts gerichteten Markt. Kann man hier ganz gut sehen. Zum einen hier auf dem Tageschart, dass hier der große Trend hier schön nach oben zieht, aber eben auch entsprechend der kleinere Trend. Und das ist ja genau das, was wir im Trading eigentlich suchen. Ein Markt, in dem es was gibt, nämlich steigende Hochpunkte und auch steigende Tiefpunkte. Und das ist genau das, was ich halt im Trading suche. Und wenn ich sowas finde, dann schaue ich immer, okay, wie komme ich jetzt in so einen Trade rein? Und interessant ist natürlich jetzt, nachdem wir hier so auf dem Niveau von 33,70 in etwa sitzen, jetzt hier zu schauen, kann der Markt sich hier stabilisieren? Und wenn ja, wie komme ich dann in einen solchen Wert rein? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Das macht ja auch jeder Trader ein bisschen anders. Der eine handelt halt gerne aus der Korrektur, was ja durchaus Sinn ergibt. Das mache ich auch sehr gerne. Das heißt, der Markt kommt zurück und man versucht dann in den Markt hineinzugehen oder kauft sich vielleicht auch im Rücklauf ein in den Trade. Wie gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das macht auch jeder anders. Alles hat so seine Vor- und Nachteile, die verschiedenen Herangehensweisen. Aber wenn man Aktien hat, die eben einen sehr schönen Trend ausbilden, dann macht es eben durchaus Sinn, dann diese hier auch auf die entsprechende Watchlist zu packen. Schauen wir uns die nächste Aktie an. Die finde ich besonders spannend. Checkpoint Software hat mich ein bisschen schon geärgert, vorhin beim Durchgucken, dass ich das nicht gesehen habe am Donnerstag, aber ich war
Ende letzter Woche beruflich unterwegs gewesen. Ich war bei meinem Kollegen Jens Rabe in Zwickau gewesen und dann anschließend auch auf dem Börsentag in Dresden. Und man sieht hier ganz gut, die Aktie hat hier ein schönes Gap gemacht, hat dann hier konsolidiert und versucht jetzt wieder den Ausbruch nach oben. Also auch das ist für mich eine Aktie, die auf jeden Fall auf die Watchliste gehört und wo ich jetzt versuchen werde, vielleicht einen Einstieg zu finden in den kommenden Tagen. Die nächste Aktie, die aus meiner Sicht auch sehr interessant aussieht, Comcast, auch hier ein sehr schöner Trend, der hier zu sehen ist. Wir befinden uns auch oberhalb des 200er EMAs und wir können hier wirklich sehr schön sehen, auch die Aktie läuft hier mehr oder weniger auf Schienen. Hier eine etwas größere Korrektur, aber der Trend immer noch intakt und jetzt sind wir natürlich schon doch ein ganzes Stück in der Bewegung. Das heißt, ich würde jetzt nicht losgehen und sagen, ich möchte die Aktie jetzt heute Abend noch kaufen oder vielleicht morgen zu Handelsbeginn. Dafür ist mir der Wert zu weit in der Bewegung. Nichtsdestotrotz gehört sie natürlich auf die Watchliste. Einfach mal kurz drüber nachdenken, welche Alternativen gäbe es denn jetzt, als jetzt sofort in den Trade zu gehen? Weil wir müssen uns überlegen, was kann passieren, wenn wir jetzt sofort in den Trade hineingehen? Und vor allen Dingen, wer treibt den Kurs für uns nach vorne? Das ist eigentlich etwas oder diese Fragen, die wir uns vor jedem Trade stellen sollten. Also wer kauft nach uns? Wer bringt den Kurs nach oben? Denn wenn wir long gehen, möchten wir natürlich, dass der Kurs natürlich weiter steigt. Und von daher müssen wir uns immer die Überlegung stellen, wer kauft nach uns? Und wenn wir weit in der Bewegung sind, macht das natürlich erstmal wenig Sinn. Nichtsdestotrotz gehört so ein Titel halt auf die Watchliste, denn wenn es hier zu einer entsprechenden Korrektur kommt, dann versuche ich natürlich auch hier wieder in den Wert hineinzukommen, allerdings dann zu möglichst günstigeren Konditionen als jetzt. Und ich sage mal, was gäbe es jetzt Schöneres, anstatt jetzt einzusteigen, wenn der Markt jetzt erst zurückkommt und wir 3, 4, 5% tiefer in den Markt kommen, weil wir dann einfach einen kürzeren Stop haben. Und das bedeutet ja für uns, dass wir bei gleichem Risiko eine viel größere Position aufbauen können und das wiederum führt ja dazu, dass wir viel schneller entweder unser Target erreichen oder dass wir einen viel höheren durchschnittlichen Gewinn erreichen können. Kommen wir zur nächsten Aktie. Auch hier sehen wir eine mustergültige Korrektur derzeit. Wir sind jetzt hier so 3 Tage, wo der Markt hier seitwärts läuft. Das ist eine Korrektur, die sich hier eher auf der zeitlichen Ebene abspielt und nicht im Preis. Auch das ist etwas, was ich persönlich immer sehr interessant finde, weil das spricht für Stärke dieses Wertes und deshalb auch dieser Wert bei mir in der Watchliste. Vielleicht noch 3, 4 Werte, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, wie gehe ich an das Ganze ran. Also wie gesagt, ich hatte 15 Werte, hatten wir vorhin gehabt und ich habe jetzt einfach mal so die für mich interessantesten Werte jetzt herausgesucht. Aber da sieht man auch, wie schnell man dann eigentlich vorgehen kann. Ich mache also dieses Screening nicht jeden Tag, auch von Hand. Ich habe es früher auch immer nur einmal in der Woche gemacht und mir dann immer diese entsprechenden 10, 15 Werte angeschaut. Und da sieht man schon, das geht wirklich ratzfatz. In 5 Minuten hat man geschaut, okay, hat sich zu gestern was verändert und wie komme ich in einen solchen Wert dann eventuell rein, wenn ich ihn möchte. Auch hier sehen wir einen sehr sauberen Aufwärtstrend, auch hier markttechnisch gesehen. Wir haben hier steigende Tiefpunkte, was für uns ja immer wichtig ist. Wir haben auch gleichzeitig die gesamte Zeit steigende Hochpunkte. Also hier spricht alles dafür, dass die Aktie einen markttechnisch sauberen Trend hinlegt. Auch hier befinden wir uns natürlich wiederum gut in der Bewegung. Die Aktie hat hier 8-9% jetzt seit dem Tief hier gemacht. Also auch hier kein Einstieg sofort, sondern eher abwarten, dass wir in die Korrektur kommen und dann vielleicht Mitte der Woche, wenn es irgendwann mal eine kleine Korrektur hier gibt, dann haben wir auf jeden Fall die Chance, hier in den Wert wieder hineinzukommen. So, hier sieht man es wirklich ganz krass, wieso man Trends nicht hinterherlaufen soll, sondern wirklich auf eine Korrektur warten muss, weil auch hier die Aktie ist hier wirklich schon sehr, sehr weit in der Bewegung. Man kann das hier ganz gut sehen, wenn wir gerade schauen, ob ich da dran komme. Ja, die letzte Bewegung hier, die wir hier aufwärts sehen, hat 12% gemacht hier seit Anfang Januar in den letzten 3 Wochen. Da jetzt oben aufzuspringen und zu sagen, naja, ich möchte da jetzt vielleicht auf Stundenbasis
in die Intuit hineingehen. Wir werden sicherlich ein Signal finden, da, also davon gehe ich schon aus, nur das macht halt aus meiner Sicht wenig Sinn, weil so eine Aktie wird natürlich zwischendurch korrigieren und dann werden wir aus unserer Position wieder ausgestoppt, müssen im Prinzip ein Re-Entry machen, was mental auch relativ schwierig ist für die allermeisten Trader. Da möchte ich mich gar nicht ausnehmen. Ich selber mache sehr ungern Re-Entries. Ich mache das eigentlich nur in Werten, wo ich ja wirklich rein möchte. Und wo ich wirklich rein möchte, das versuche ich jetzt mal so ein bisschen auch genauer festzusetzen. Das ist, wenn ich zum Beispiel Index-Trading mache oder auch im Devisenbereich, wobei Devisen-Trading ja nicht eine meiner Spezialgebiete ist. Da mache ich ja einen Umsatz, habe ich auch, sage ich auch immer, auf Messen oder auch in den Workshops, also von 5 bis 10%. Mehr macht dieser ganze Bereich Devisen und Indizes bei mir kaum aus. Was das Thema Trading angeht, das liegt einfach daran, dass aus meiner Sicht das Aktientrading zum einen viel, viel einfacher ist und natürlich eine viel höhere Performance abwirft als das Trading in Indizes. Habe dazu ja auch einen Vortrag in Dresden gehalten, Aktientrading versus Indextrading, und auch gegenübergestellt, habe ich ja vorhin auch schon mal kurz gesagt, Index im S&P im November 5,x% in den einzelnen Werten aus den Bankenbranchen zwischen 10% und 30% Performance. Also kann sich jeder selber ausrechnen, wie viel Sinn es macht, hier, wenn man ein gutes Screening hat, diese Outperformance zu holen. Braucht man natürlich ein bisschen Gefühl für, auch ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Das kommt nicht von heute auf morgen, aber wenn man auf diese Branchenrotation schaut, findet man da schon gute Werte. Auch hier bei Texas Instrument eine interessante Konstellation. Hier sind wir nämlich in der Korrektur, also ganz anders als die Werte, die wir vorher hatten. Finde ich sehr spannend im Moment. Warum sehr spannend? Wir können hier ganz gut sehen, die Aktie hat einen doch recht gut zu erkennenden Widerstandsbereich bei etwa 75,20 €, 75,30 €. Der Bereich jetzt mehrfach angelaufen worden und das ist für mich eigentlich immer sehr spannend, dieser Bereich. Ich werde hier auf keinen Fall versuchen zu antizipieren, dass der Markt hier nach oben ausbricht, auch wenn hier sehr viel dafür spricht, dass wir das schaffen. Was spricht dafür? Wir brauchen uns nur anzuschauen, was hier mit den Tiefpunkten passiert. Die werden nämlich hier immer dichter an die Ausbruchsmarke herangeführt. Das heißt, wir haben hier wirklich einen schönen aufwärts gerichteten Trend. Man kann das sehen, das nennt man, wir sehen hier ein Dreieck im Endeffekt. Es gibt nicht nur Regeln, es gibt auch Statistiken darüber, die ganz klar sagen, dass hier die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass der Ausbruch jetzt nach oben gelingt. Und das Ganze werde ich dann auch sehr, sehr gerne für mein Trading nutzen. Das heißt, ich werde hier die Aktie auf jeden Fall mit einem Alarm versehen und schauen, ob ich hier in den Trade hineinkomme, weil das ist eines der spannendsten Situationen für mich, weil die anderen Werte schon doch recht gut in der Bewegung waren zum Teil, wo ich noch auf die Korrektur warten muss, aber hier gute Möglichkeiten für einen Einstieg in Texas Instrument. Mario? Ja? Vielleicht ganz kurzer Hinweis zu TXN. Jetzt die Tage kommen die Earnings. Also da sollte man vielleicht noch drauf aufpassen. Auf jeden Fall. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das mache ich auch jeden Tag. Einfach schauen, wann sind die Earnings. Super Anmerkung von dir, Nelson. Das ist etwas, was ich jeden Tag mache, dass ich mir anschaue, wann kommen die Earnings. Wenn die Earnings kommen, kann man auch davon ausgehen, dass es hier zu einem Ausbruch kommt, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit dann sogar, also entweder nach oben oder nach unten, und es könnte gerade auf der Oberseite dann sehr groß werden. Also wenn Earnings kommen, also ich mache das immer ganz gerne, dass ich schon, also aller spätestens dann, wenn ich in der Position drinne bin, dann versuche spätestens zum Closing rauszugehen, dann noch manchmal auch einen Tag vorher, je nachdem mit welcher Software man arbeitet. Also hier im Agena Trader kann man zum Beispiel sich auch anzeigen lassen, wann die entsprechenden Daten kommen. Also das macht auch durchaus Sinn, dann hier über den End-of-Day-Screener zum Beispiel, wenn ich dann sage, okay, ich möchte mir jetzt wissen, welche Aktien im Nasdaq jetzt zum Beispiel die Zahlen haben, dann kann ich mir das hier aufrufen. Zum Beispiel jetzt, hier ist es jetzt, glaube ich, voreingestellt bei mir für die nächsten
Tage. Man kann es hier dann allerdings auch dann sagen, okay, ich möchte jetzt nur für morgen haben, dann weiß ich eben genau, okay, die und die Sachen sind jetzt für mich eben entsprechend interessant und alles andere lasse ich dann einfach weg. Also wirklich die Werte, die das, was Nelson gerade schon gesagt hat, wenn es jetzt wirklich ist, da kommt ein Wert und ich sage, wie jetzt zum Beispiel Texas Instrument, der hat jetzt morgen Zahlen, dann lasse ich das halt einfach weg, weil das macht natürlich keinen Sinn. Gibt es auch im Internet frei verfügbar, diese Daten, also da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. Okay. Dann haben wir noch drei Werte, schauen wir uns die noch kurz an und dann kommen wir auf meine derzeit offenen Positionen. Auch hier sehen wir Aktie schön in der Bewegung. Wir haben ja auch ein kleines Gap gesehen am Donnerstag zum Freitag hin, jetzt Konsolidierung heute. Auch das ist eigentlich ein schöner Punkt, hier zu schauen, ob wir hier bei einem Rücklauf vielleicht an die Ausbruchsmarke bei 184, 185 dann in den Markt einsteigen können. Dann habe ich noch die Netflix-Aktie. Das ist eine Aktie, die ich in den letzten Monaten immer wieder mal auf dem Schirm hatte. Auch sie hat einen sehr schönen Trend, jetzt allerdings auch schon wieder in der Bewegung. Das heißt, wir sehen hier ähnlich wie im Index, dass die Aktien natürlich, also gerade die starken Aktien, hier natürlich zum großen Teil auch in der Bewegung sich befinden. Und das ist dieses Spiel, was auch das Trading manchmal ein bisschen schwierig macht für den einen oder anderen. Wir sehen, der Markt läuft, man ist vielleicht gar nicht dabei bei dieser Rallye oder nur mit kleiner Stückzahl und springt dann, je weiter die Bewegung nach vorne geht, dann auf diesen rollenden Zug auf, weil man einfach häufig die Angst hat, jetzt doch noch was zu verpassen, anstatt zu warten, bis der Markt dann wirklich hier zurückkommt. Wenn man nicht drin ist, so wie jetzt bei mir auch, ich habe ein paar Positionen, die jetzt im Markt sind, hauptsächlich, wie gesagt, im deutschen Markt, nützt aber nichts für mich, jetzt einfach hinterher zu springen und zu sagen, naja, ich springe jetzt einfach blind oben drauf auf die Werte aus dem Nasdaq, wo das jetzt vielleicht interessant aussieht, sondern hier heißt es wirklich abwarten, zu schauen, wann kommt eine Aktie zurück oder welche Aktie kommt zurück, so dass ich dann die Möglichkeit habe, einfach zu viel besseren Preisen in den Markt einzusteigen. Weil was nützt es, wenn ich jetzt oben einsteige und einen Tag später oder zwei Tage später wieder herausfliege? Das bringt mir eigentlich nichts, außer ein Minus auf dem Konto. Vielleicht freut sich auch noch der Broker. Nein, freut er sich natürlich nicht, wenn wir Geld verlieren. Aber es macht halt keinen Sinn. Also das muss man auch lernen, dass man einfach diese Ruhe mit bringen muss im Trading. Ich habe Phasen, wenn ich auf Tagesbasis trade, da habe ich manchmal einen recht langen Zeitraum, wo ich dann hier in dieser ganz großen Zeiteinheit halt wenig bis gar keine Trades habe, wo ich dann nur Intraday handle oder vielleicht auf 5-Minuten-Basis oder Minuten. Und dann gibt es wiederum Phasen, wie zum Beispiel jetzt im November und Dezember, wo ich wirklich in allen Zeiteinheiten sehr aktiv bin und wo es sich dann auch wirklich lohnt, dann solche Trends mitzunehmen, wie zum Beispiel im Bankenbereich, wo man da wirklich sehr, sehr schöne Performances erreichen kann. Also wir freuen uns sicherlich nicht. Ja, siehst du, also das habe ich mir schon gedacht, also es ist halt wirklich so, die Kommission macht es ja nicht, also es geht ja dem Broker im Endeffekt darum, dass wir möglichst viel Geld verdienen, damit er möglichst lange was von uns hat. Im Endeffekt, wenn ich mir überlege, ich bin, glaube ich, 2000 habe ich gewechselt und bin wirklich, also, weil es im amerikanischen Markt wirklich ideal ist, damals auch schon von den Konditionen her und heute, wenn man sich das anschaut, gibt kaum vergleichbar Broker, die so günstige Konditionen anbieten im Aktienbereich zum Handeln und das ist ja nun mal mein Schwerpunkt, sowohl im deutschen als auch im amerikanischen Markt. Selbst wenn man mittlere oder kleine Konten hat, wir haben es ja letztes Jahr auch gezeigt, mit kleinen Konten groß traden, wo wir wirklich nur mit einem kleinen 5.000-Euro-Konto agiert haben, selbst da habe ich deutsche Werte gekauft, zum Teil mit 1.000 oder 1.500 Euro Einsatz und wir haben trotzdem eine sehr hohe zweistellige Performance erreichen können, trotz der Mindestgebühr, die es dann auch gibt, weil es einfach ja gerade auf den mittleren und großen Zeiteinheiten nicht so drauf ankommt. Intraday macht es manchmal oder meistens keinen Sinn auf Minutenbasis jetzt unbedingt, aber wenn man jetzt auf mittleren Zeiteinheiten unterwegs ist, geht das auf jeden Fall im deutschen Markt auch extrem gut. Hier schönes Gap am Freitag. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere mit dabei gewesen ist. Also ich habe es auch nicht mitgekriegt, habe es auch erst heute Nachmittag gesehen. Auch heute wird das Ganze weiter fortgesetzt. Auch hier muss ich jetzt einfach darauf warten, dass es hier zu einer leichten Korrektur kommt. Wäre ganz schön, wenn der Markt hier nochmal ein Stück zurückkommt. Heute auf jeden Fall macht es auch für mich hier keinen Sinn, hier auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen.
Okay, das so zu den Werten, die ich jetzt bei mir in der Watchlist für die kommenden Tage habe. Wie gesagt, Schwerpunkt wird hier auf dem Nasdaq liegen und im deutschen Markt habe ich schon die ein oder andere Position. Werde ich jetzt also noch auf Trades kommen, die ich derzeit offen habe und ein paar Trades, je nachdem, ob wir noch die Zeit dazu haben oder nicht, die ich in den letzten Tagen vorher gemacht habe. Zum einen habe ich hier einen Trade auf den MDAX, den ich im EXS3, das ist ein ETF, abgebildet habe. Bin ich hier eingestiegen, kann man es ganz gut sehen, hier nach dem Ausbruch hier über dem Hoch. Und der Markt läuft hier, ist schön angelaufen. Position ist noch nicht riesig im Plus, aber ist auch eher eine strategische Position, die ich einfach auf der größeren Zeit eingegangen bin, weil der MDAX einfach Anfang des Jahres häufig dazu neigt, stärker aufzubauen. Und das Ganze nutze ich dann einfach. Ich versuche sowieso, mehrere Punkte immer zusammenzubringen. Einen haben wir ja vorhin schon gesehen, also der markttechnische Handelsansatz, dass ich Stärke versuche zu kaufen, weil Stärke erzeugt sehr häufig erneut Stärke. Zusätzlich baue ich natürlich Saisonalitäten mit ein und als dritten Faktor eben den Nachrichtenbereich. Eine weitere Aktie, die ich im Depot habe, ist derzeit die Bayer AG. Auch hier können wir ganz gut sehen, die Aktie befindet sich hier in einem sauberen Trend, hat hier dann kurz nach Weihnachten korrigiert auf der Seitwärtsschiene, also sprich nur in der zeitlichen Schiene, nicht im Preis, hat dann eine sehr schöne Aufwärtsbewegung gemacht, jetzt derzeit ein bisschen im Korrekturmodus, nichtsdestotrotz ist die Aktie hier auch zwischenzeitlich schön im Plus und das ist eigentlich ganz schön, ich war ja auch im Urlaub zwischenzeitlich und man sieht, dass die Trades trotzdem alle laufen, wir brauchen uns also keine Gedanken zu machen, gerade auf den großen Zeiteinheiten, ich verbringe meinen Urlaub wirklich sehr gerne und dann auch wenig im Trading, Show morgens im Regelfall so 15 Minuten, 30 Minuten kurz auf die Charts, ob ich irgendwo einen Stop nachziehen muss oder ob sonst irgendwie ein wichtiges Ereignis ist, verfalle aber nicht ins Thema Trading. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil man muss natürlich auch mal sehen, dass man abschalten kann im Urlaub, mal ein bisschen weg vom Trading, sich ein bisschen um die Familie kümmern, die ja auch sonst häufig bei uns mit dem Thema Trading doch sehr viel mitmachen muss bei mir zu Hause, weil das natürlich immer allgegenwärtig ist, das Thema. Und wenn wir im Urlaub sind, versuche ich das Thema halt so gut wie es geht eben dann außen vor zu lassen. Zwei weitere Positionen, die ich noch habe, das ist einmal den Volatilitätsindex, den VXX, habe ich derzeit short, kann man ganz gut sehen. Ich habe eine neue Short-Position hier aufgemacht, das war die, die ich Ende Dezember hatte. Vielleicht kann man es besser im Stundenchart sehen, wo ich drinne bin mit der Position. Ende Dezember waren es 4% Gewinn, jetzt sind wir gut 2% im Plus, 2,5%, ist jetzt noch nicht so riesig, aber wie gesagt, ich habe bis jetzt auch nur Handel auf Tagesbasis oder Tagstunde gemacht und das alle die Positionen, die ich habe, haben im Durchschnitt 2-3% gemacht. Und wenn man das immer alle 2-3 Wochen macht, wenn man gar nicht mehr als 15 Minuten handeln muss, finde ich, ist das schon ganz gut und werde, wie gesagt, ab morgen dann wieder in den Bereich Intraday-Handel einsteigen. Die letzte Position, die ich noch im Depot habe, die habe ich schon sehr lange im Depot. Der ein oder andere wird sie auch schon kennen und sie ist auch weiterhin bei mir im Depot. Und zwar ist das die Aktie von Adidas. Die Aktie von Adidas habe ich Anfang letzten Jahres ins Depot aufgenommen. Wir haben sie auch schon während kleine Konten Großtraden im Oktober schon mit drinne gehabt und seit ich die Position im Depot habe, ist die Aktie ist insgesamt 73% im Plus und das zeigt einfach, wieso es so wichtig ist, diese verschiedenen Komponenten einfach zusammenzubringen. Also nicht nur charttechnisch oder markttechnisch oder nach Fibonacci oder was auch immer zu handeln, sondern versuchen, wirklich 2-3 verschiedene Module zusammenzubringen. Das mache ich ja extrem. Ich habe ja angefangen vor 20 Jahren im Bereich des Minutenhandels, habe dann irgendwann so nach 5, 6, 7 Jahren die 5 Minuten für mich entdeckt, dann den Stundenbereich und dann jetzt zusätzlich so die letzten Jahre eigentlich den Handel auch auf Tagesbasis und dann kommt man eben häufig auf solche Positionen, die man dann sehr, sehr lange auch im Depot hat. Wir haben das über das Coaching-Modul Handelsstrategien ja immer wieder über diese Position gesprochen. Wie kommt man da rein und wie findet man solche Werte, die wirklich so lange im Depot auch bleiben? Und es macht eben durchaus Sinn, weil hier kann man wirklich sehr, sehr gut in Performance aufbauen mit relativ wenig Volatilität. Stärke erzeugt einfach Stärke. Und wir werden einfach mal schauen, wie lange dieser Trend hier anhält. Noch sehe ich hier keinen Grund, die Position zu schließen und wir schauen einfach mal, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Vielleicht noch 2-3 Werte aus der
Saisonalität, Silvester-Trade. Ich habe im letzten Jahr oder in den letzten Jahren eigentlich immer was dazu in meinem Forum geschrieben. Dadurch, dass ich aber Anfang des Jahres direkt im Urlaub war, habe ich einfach mal zwei, drei Werte vielleicht, um euch zu zeigen, welche dabei sind. Hier seht ihr schon die fünf, die ich rausgesucht habe. Es sind immer fünf Aktien, die ich jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester aufnehme in mein Depot. Und dazu gehörte eben, es sind alles deutsche Werte, ist auch ganz wichtig, dann das zu wissen. Und ich versuche hier einfach die Stärke, die sich zum Jahresende hin in diesen Titeln aufbaut, zu nutzen. Kommen gleich auch noch mal kurz dazu, wie man diese Saisonalitäten prinzipiell nutzen kann in Indizes, aber eben, wie gesagt, auch in Einzelwerten. Bin zwischenzeitlich auch schon raus aus der Position. Mal gucken, ob man die Einstiege hier noch sieht. Ich hatte das, glaube ich, vorher schon markiert. Genau. Hier kann man ganz gut sehen, ich bin hier bei etwa 16,60 in den Markt gekommen und bin dann hier auf der Gegenseite hier rausgeflogen bei 17 Euro. Und dann hatte ich noch Nordex gehabt. Da war ich zweimal drin, weil ich einmal ausgestoppt wurde. Kann man auch ganz gut sehen, wo ich ausgestoppt wurde hier am Tief. Das war so der erste Trade, den ich versucht habe. Und dann habe ich hier nochmal einen zweiten Trade angesetzt, also rein markttechnisch dann angesetzt, dann hier das Hoch nochmal genutzt für den Einstieg und bin dann hier auf der Gegenseite herausgeflogen. Das ist immer so, ich suche immer fünf Werte heraus, die gutes Potenzial haben, hier wirklich über den Jahreswechsel hin Performance aufzubauen. Das sind in der Regel die Aktien, die im Laufe des Jahres nicht besonders stark gewesen sind, die dann aber zum Jahresende oder andersherum zum Jahresanfang häufig sehr viel stärker aufbauen. Von diesen fünf Werten schaffen es in der Regel so drei, vier ins Plus, wo ich erstmal von der Trefferquote her sehr gut liege, aber ich habe auch immer ein, zwei Runner dabei, die wirklich extremst durchstarten und das jedes Jahr. Zum Beispiel hier kann man es ganz gut sehen bei Patrizia Immobilien. Hier war wirklich ein super Einstieg gewesen und dann ist ein Stundenchart, hier kann man es ganz gut sehen, auch wirklich mit einem sehr schönen engen Stop. Hier zeichne das auch hier kurz ein, hier einfach den Ausbruch gehandelt und dann hier, als der Rücklauf gekommen ist, da habe ich mich dann ausstoppen lassen. Warum ausstoppen lassen? Das Volumen ist hier extremst angestiegen, hier in dieser Kerze so. Man sieht ja auch schon, das ist ein riesiger Abverkauf gewesen. Da habe ich gedacht, okay, das sieht nicht danach aus, dass das hier weiter nach oben geht. Im Gegenteil, hier sind sehr viele Leute ausgestiegen dann aus dem Trade. Was auch immer ganz schön ist, ist dann eben, dass man hier wirklich in sehr kurzer Zeit dann auch wirklich eine schöne Performance erreicht. Also wenn man sich das anschaut mit dem Stop, also selbst da, wo ich ausgestiegen bin, war es immer noch ein Verhältnis von etwa 1 zu 5. Also selbst wenn man nur 50 Euro Risiko hätte oder 100, spielt keine Rolle. Ist ein super Trade und somit lohnt sich dann auch diese sogenannte Silvesterstrategie. Auch hierauf gehe ich immer ein, zum Beispiel jetzt in den Workshop, der jetzt im Februar startet, wie man solche Titel findet, kommen wir auch gleich noch drauf auf dieses Thema. Auch hier SMA Solar, hier sieht man zum Beispiel einen Titel, wo im Prinzip ein Break-Even-Trade gewesen ist, hat mich hier einstoppen lassen, als wir hier drüber gelaufen sind, übers Hoch und bin dann hier am Tief wieder rausgeflogen. Naja, gehört auch dazu, dass man mal einen Verlust-Trade oder einen Break-Even-Trade hat und der beste Trade, der dabei gewesen ist, das müsste hier sein. Das erste war ein Fehltrade, ganz gut zu sehen, hier eingestiegen und hier unten mit voller mit vollem Risiko ausgestoppt worden, aber dann der zweite Trade auch ein schöner Runner geworden. Also von daher, es macht wirklich Sinn und ich mache diese Jahresend-Trades sowohl als Saisonalität immer und zusätzlich also auf Indizes und dann zusätzlich eben auch in Einzelaktien, damit man davon einfach profitieren kann. Und wie sinnig das ist, das möchte ich auch mal kurz, vielleicht noch kurz zeigen. Und zwar anhand einer einfachen Statistik. Man kann das hier ganz gut sehen. Wir haben hier alleine die Saisonalität, die man im Bereich der Jahresendrally nutzen kann. Und da ist noch nicht mal die Performance von diesem Jahr mit dabei. Also wir haben dieses Jahr in der Jahresendrally über 8% gemacht. Kann man wirklich sehr, sehr schön sehen, wie kontinuierlich eigentlich Jahr für Jahr die Märkte zum Jahresende hinlaufen. Das sind alles Trades über die letzten 16 Jahre, die wir gemacht haben. Durchschnittliche Performance hier liegt bei 7%. Wir haben in diesem Jahr 8% gehabt in der Jahresend-Rally. Und wir haben hier mal einen kleinen Düdel gehabt, hier also sprich ein Verlust-Trade ein Jahr, aber ansonsten kontinuierlich positive Erträge. Und ich kann eigentlich nur immer jeden dazu ermuntern, sowas auch zu nutzen in seinem Trading, also auf solche Saisonalitäten zu achten. Also im Workshop zum Beispiel gehen wir ganz gezielt immer darauf ein, also
auf statische Handelsansätze, sprich, wie kann man solche Saisonalitäten für sich nutzen. Und hier ist man wirklich nur sehr, sehr kurz im Markt in dieser Saisonalität, was die Weihnachts-End-Rally angeht. Dazu gibt es ja auch noch die Thanksgiving-Trades, die man machen kann. Und dann gibt es also viele Saisonalitäten. Wir werden auch innerhalb des Workshops aber nicht nur darüber sprechen, sondern wir werden auch zusätzlich auf andere duplizierbare Handelsansätze zu sprechen kommen, zum Beispiel auch die Momentum-Strategie. Ich habe dazu ja auch schon auf der Messe kurz was gesagt. Das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, eine sehr schöne Performance zu erreichen. Also es ist nicht nur Markttechnik, sondern eben auch feste Strategien. Also alleine die Momentum-Strategie hat im letzten Jahr ohne Hebelprodukte, ohne CFDs oder was auch immer, mit nur 10, 11 Trades über 30% Performance gemacht. Auch das sind zum Beispiel Ansätze, die ich dann hier in meinem Workshop vorstelle, der dann am 25. Februar stattfindet. Wenn es euch interessiert, einfach mal auf meiner Webseite vorbeischauen, www.lüdemann-coaching.de. Da findet ihr alle Infos. Wir haben auch noch 4 oder 5 freie Plätze. Also wer mit dabei sein möchte, vielleicht einfach könnt ihr mal kurz nachschauen. Ansonsten würde ich jetzt gerne zu euren Fragen kommen, die ihr sicherlich auch noch habt. Wollen wir die letzten 10 Minuten vielleicht dazu noch nutzen. Dann schaue ich mal hier, was ihr hier an Fragen schon aufgeschrieben habt. Ihr könnt auch gerne noch weitere Fragen reinsetzen, einfach dann dazu. So. Rudi sagt oder fragt, DAX, aktuelle Seitwärtsphase, geht Smart Money kurz schon raus? Das kann sein, ich mache das nochmal kurz auf, damit man das Ganze sehen kann im DAX. Also wie gesagt, wir sind hier seitwärts unterwegs. Also ich wäre jetzt auch, wie gesagt, vorsichtig. Also die Position, die ich habe, stört mich nicht, wenn ich da drinne bin, weil ich habe ja entsprechend eine Idee hinter diesem Trade, und eine Seitwärtsphase heißt ja nichts anderes, dass es im DAX im Moment Aktien gibt, die stark sind. Es gibt ein paar Aktien, die sind schwach. Der Rest bewegt sich eher seitwärts, also es gibt keine feste Richtung, und das ist so eine Phase, wo starke Aktien meistens noch weiterlaufen und schwache Aktien auch ihre Richtung weiter auf der Short-Seite machen. Man könnte das auch nutzen, um einen marktneutralen Handel aufzubauen, was ich allerdings in der jetzigen Phase noch nicht gerne machen möchte. Eine Long-Short-Strategie kann man aber auf jeden Fall fahren. Ansonsten, ich würde einfach im Nasdaq mich sonst engagieren. So, S&P 500 ist stetige Trendlinie des Aufwärtstrends von Anfang Dezember nach unten erstmal gebrochen und eventuell erst auch mal Abwärtsbewegung angesagt, sagt Rudi oder fragt Rudi. Ja, also das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe im S&P. Aus meiner Sicht eben auch reine Seitwärtsgeschichte. Ich bin nicht so der ganz große Freund von Aufwärtstrends, so da so reinzumalen, so mit einer Linie. Hat aber auch seine Berechtigung. Habe ich früher auch gemacht über viele Jahre. Ich habe früher auch meine Ausbildung zum Charttechniker gemacht, also all dieses ganze Programm, was es da so gibt. Habe mich aber über die Jahre eigentlich wieder so ein bisschen davon entfernt. Habe dann für mich vor, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren die Markttechnik für mich so als das Ding entdeckt, wo ich gesagt habe, das kann ich am einfachsten verstehen. Damals hieß das noch gar nicht Markttechnik, Dow-Theorie zum damaligen Zeitpunkt. Und dann habe ich aber auch über die Jahre gestellt, man braucht einfach diese zusätzlichen 1, 2 Dinge dazu, also sprich Nachrichten, die ich mit einbaue ins Trading, und eben auch die Saisonalität. Und das ist für mich so jetzt ein Gesamtbild. Das heißt, ich schaue erst auf diese beiden Dinge, Saisonalitäten und Nachrichten, und dann schaue ich, wenn das alles passt, wie komme ich da markttechnisch rein, wie kann ich dann drunter ziehen und sonstige Dinge. Okay. Peter fragt, wie findest du Branchen auf Finviz? Habe ich schon vorhin gesagt. Wie gesagt, über die Map schaue ich da immer. Christian, also Einzelaktien Short im S&P wäre okay. Also wie gesagt, ich bin, wenn der Markt so stark ist, wie der S&P auf Tagesbasis derzeit noch ist, ich meine, wir befinden uns wenige Punkte unterhalb des Allzeithochs, bin ich nicht so der ganz große Short-Freund. Was ich allerdings mache, ist, ich führe häufig eine Kombination, das erkläre ich auch immer in den Workshops und Coachings, wenn ich relativ viele Positionen auf der Long-Seite aufgebaut habe, baue ich zusätzlich auch tatsächlich immer eine Short-Position dazu auf, und wenn ich 2 neue Aktien Long gekauft habe, baue ich auch wieder eine neue Short-Position dazu auf. Das ist einfach nur deshalb, weil
Klar, je weiter ein Wert in der Bewegung ist, also sprich der S&P steigt und steigt und steigt und ich baue hier eine Position zu und hier in verschiedenen Aktien, dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass irgendwann auch mal eine Korrektur kommt. Und deswegen ist es ganz gut, wenn ich jetzt viele Long-Aktien habe, wenn ich dazu dann auch die ein oder andere Short-Position habe. Aber ich käme jetzt nicht auf die Idee, in einem starken Markt großartig Short handeln zu wollen. Was haben wir noch? Ja, das Ganze wird aufgezeichnet von FXFlat und CapTrader und meistens ist es auch am nächsten Tag, spätestens dann am Mittwoch auch online, genau. Alfred fragt, bei Adidas hätte der Stop doch eigentlich im Oktober nachgezogen werden müssen. Ja, Alfred, wenn ich das markttechnisch gehandelt hätte, ja, aber die Aktie von Adidas gehört zu dem Depot Handelsstrategien, was jetzt hier am 31. Januar startet. Und über die wir auch im Workshop im Februar sprechen, über einige dieser Handelsansätze, die ich da verfolge. Und da arbeite ich nicht mit einem markttechnischen Stop, bespreche ich aber immer nur in den Coaching-Modulen, weil das einfach nichts mit Markttechnik zu tun hat und deswegen passt es dann auch nicht, die Logik dahinter hier zu erklären. Aber wir gehen darauf ein in den entsprechenden Coachings Ende Januar am 31. und auch im Februar im Workshop. So, Roland, FGBL, ja, können wir uns auch anschauen, FGBL habe ich hier, ist eines meiner Märkte, die ich im Future liebe, weil, also ich bin ja nicht so der, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich trade relativ wenig Indizes und Devisen, Rohstoffe fast gar nichts, aber da habe ich auch schon oft was zu gesagt, dass ich eigentlich da nur Gold und Silber Handel und ganz, ganz selten mal Öl. Bund ist eigentlich ein Markt gewesen über viele, viele Jahre, der sehr, sehr einfach zu handeln war, sowohl auf Stundenbasis als auch auf 5 Minuten und Minute. Stunde muss man natürlich im Bund Future schon ein bisschen mit Risiko hantieren können, weil da man häufig dann auch mal Stops von 100 oder 150 Punkten hat, was dann entsprechend 1.000 bis 1.500 Euro Risiko bedeutet. Kann man aber auch intraday recht gut handeln, sobald er wieder einen festen Trend hat. Und das ist eben momentan nicht gegeben, deswegen habe ich ihn auch hier nicht vorgestellt, denn wir sehen hier, wir haben hier zwar neue Hochs gemacht, dann hat sich hier allerdings ein neuer Abwärtstrend etabliert. Auch hier ganz schön zu sehen, zeichne ich auch mal ein, damit man das so unter markttechnischen Gesichtspunkten auch nochmal hat. So, und dann sehen wir aber auch schon, dieser Trend ist halt gebrochen worden. So, das heißt, hier sind wir erstmal wieder raus aus der Geschichte. Wir befinden uns auch oberhalb des 200ers, was für mich auch immer so eine gewisse Relevanz hat. Und von daher ist es für mich im Moment kein Markt, den ich in dem ich agieren möchte, schon gar nicht in meinen bevorzugten Trendgrößen, sprich auf Stundenbasis, Intraday auf Minute. Klar, kann man sicherlich das ein oder andere machen, würde aber jetzt auch für mich nicht bedeuten, dass ich hier jetzt unbedingt rein möchte in diesen Trade, weil ich suche mir wirklich die Aktien und die Märkte aus, die wirklich von der Masse der Trader gerne gehandelt wird und dazu gehört meiner Meinung nach der Bund nicht. Sollten wir irgendwann natürlich mal zu einer Zinsanhebung auch am europäischen Markt kommen, dann werden wir hier natürlich sicherlich einen starken Abwärtstrend sehen und dann bin ich auch sofort wieder mit dabei. Was haben wir noch? Wo liegen die Stops? Fragt Nullpunkt. Also das ist immer abhängig davon, ob ich einen markttechnischen Handelsansatz verfolge oder so wie eben gerade in Adidas eben einen strategischen Ansatz. Bei den strategischen Ansätzen möchte ich um Entschuldigung bitten, dass ich das hier nicht sagen kann, weil das eben Teil meines Coaching-Moduls ist. Ansonsten Markttechnik ist immer recht einfach. So wie jetzt hier im FGBL setze ich meine Stops einfach über das Hoch bei einem Abwärtstrend oder umgekehrt, wenn wir einen Longmarkt haben, setze ich es entsprechend unter die Tiefs bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann entsprechend ausgestoppt werde. Ansonsten gibt es dazu ganz viele Videos, Nullpunkt, auf meiner Webseite. Da einfach mal schauen. Es gibt auch bei YouTube ganz viele Videos von mir, wo ich das wirklich sehr genau erkläre. Wir werden auch im ersten Quartal nochmal so eine Basic Runde machen, wo wir ganz viele kleine Videos machen werden zu grundlegenden Sachen zum Trading, unabhängig von Markttechnik, aber auch mit Markttechnik, wo ihr dann diese Information, gerade wenn man noch nicht so lange dabei ist, sich dann kostenfrei anschauen kann. So, im Webinar-Bildschirm steht unten, verbunden mit Teletrader, was bedeutet dies? Sind die Daten von Teletrader, Rudi? Ja, die Daten sind von Teletrader, ist ein Datenanbieter, wo ich meine Daten herbeziehe und
Den habe ich jetzt seit 2 Jahren, bin damit sehr glücklich und Punkt ist, man muss für Daten bezahlen. Also das ist egal, wo ihr eure Daten im Endeffekt herbezieht, muss man für die Daten in der Regel bezahlen. Und ob man die jetzt von Interactive Brokers bezieht oder von Teletrader, es gibt auch noch viele andere Anbieter, kennen Sie gar nicht alle, da wo man sich wohlfühlt und wo man glaubt, dass die Daten gut sind, da sollte man sie nutzen. Und natürlich, wenn man anfängt, auch auf den Preis achten, das ist ganz wichtig, bin ich sowieso ein großer Freund von, gerade wenn man so anfängt zu traden, möglichst auf die Kostenseite zu achten, nicht zu viel für irgendwelche Abo-Dienste oder was weiß ich auszugeben. Das kann man später machen, wenn man im Geldverdienen ist, aber erstmal natürlich schauen, dass man hier möglichst diese Sachen kursgünstig bekommt. Also ich sage mal zum Beispiel ein Yahoo-Datenfeed könnt ihr kostenfrei End-of-Day-Daten bekommen, müsst ihr nicht mal 1 Euro für bezahlen, wenn ihr zum Beispiel auf Tag-Stunde handelt. Welche Webseiten sind denn gut für News und Einzelaktien, fragt Christian. Also ich nehme zum Beispiel Finanznachrichten sehr gerne, da schaue ich morgens immer drauf, schaue, welche Ad-Hoc-Nachrichten gibt es für den deutschen Markt. Schaue ich mir meistens vorbörslich an, wenn ich um 7:45 ins Büro gehe. Und dann habe ich einen ersten Eindruck und es ist eigentlich eine ziemlich gute Seite. Ansonsten US-Markt gibt es auch Dutzende von Seiten, wo du schauen kannst. Einfach mal kurz googeln. Das gibt es Dutzende von Seiten für den US-Markt. Für den deutschen Markt Finanznachrichten finde ich ganz gut. So, letzte Frage, die ich hier noch sehe, dann haben wir auch schon 19 Uhr. Siehst du aktuell schöne Trends bei einzelnen Währungspaaren, Rohstoffen auf Tagesbasis oder Intraday? Benjamin, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe heute, wie ich eingangs schon gesagt habe, mich noch nicht mit dem Thema Währungspaaren beschäftigt. Heute, ich habe mich heute ausschließlich, weil es heute mein erster Tag wieder ist, wo ich wieder aktiv bin, alles aktualisiert für den Bereich Indizes und Aktien und für beim nächsten Mal werden wir beim nächsten großen Marktausblick auch auf Währungspaare gehen. Den Bereich Rohstoffe habe ich vor ein paar Minuten gerade kurz schon gesagt, hast du vielleicht mitgekriegt, bin ich nicht so der große Trader, der da unterwegs ist. Ich handle eigentlich nur Gold, Silber und eventuell ein bisschen Öl, aber ansonsten ist das nicht mein Metier. Also wenn es wirklich um Rohstoffe geht, da gibt es sicherlich viele Kollegen, die draußen viel mehr Ahnung vom Rohstoffhandel haben als ich. Und von daher würde ich dir raten, schau einfach mal, wer da in dem Bereich stark ist. Währungspaare werden wir beim nächsten Mal machen. Anfang Februar gibt es wieder den nächsten großen Marktausblick. Wir machen es regelmäßig, normalerweise immer am ersten, genau, der erste Montag des Monats. Ne? Genau. Ja, ist der 6. Februar da. 6. Februar, dann werden wir den großen Blick auf die Devisen auch legen, natürlich auch auf Aktien, weil es mein Schwerpunkt ist, aber eben auch Devisen mit dabei haben. Ja, ich glaube, dann sind wir mit den Fragen durch. War, glaube ich, heute mal ein bunter Mix aus dem ganzen Intraday. Werden wir das nächste Mal auch einiges haben, weil dann bin ich ja jetzt wieder aktiv in dem Bereich, nachdem ich jetzt aus dem Urlaub zurück bin. Freue mich dann auf das nächste Mal und sage Dankeschön für eure Teilnahme an diesem Webinar. Ja, vielen Dank, Mario. Ich an meiner Stelle kann auch nur noch sagen, schönen Abend und ja, viel Erfolg noch bei Ihren Trades. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.